Hallo, heute möchte ich die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2018-2 besprechen. Besprechen möchte ich die Aufgabe 2. Und da habe ich schon mal diese Skizze, die uns beigestellt wird, ein bisschen nachempfunden und die entsprechenden Größen herangeschrieben. In der Aufgabenstellung ist uns tatsächlich gegeben, dass also ein Überdruck vorliegt. Und zwar an dieser Stelle hier, PK1 soll 1 Megapascal haben. PK1 sind 1 Megapascal. Und das kann man natürlich hier gleich im Prinzip gedanklich sich vielleicht mal schon hinschreiben. Aber 1 Megapascal ist für mich eine nicht greifbare Größe, natürlich. Millionen Newton pro Meter Quadrat, das ist für mich nicht so schön greifbar. Ich hätte diese Einheit gern nochmal umgewandelt in Bar und ich kann auf der Seite 27 in der Formelsammlung erkennen, dass der Überdruck von einem Megapascal gleich 10 Bar sind. Das habe ich mir rausgeschrieben. In den Zeilen darüber kann ich aber auch erkennen, dass 1 Bar eben auch 10 Newton pro Zentimeter Quadrat sind. Naja, und da fühle ich mich schon durchaus imstande, das jetzt einfach nochmal 10 zu rechnen und eben auch hinschreiben zu wollen, dass das dann Newton pro Zentimeter Quadrat sind. Also von mir aus diese 10 Bar, um das ein bisschen netter zu schreiben, hierhin.